Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Liste 22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach? Am Montag, einen wunderschönen guten Morgen, grüße euch, hallo. So, ich wollte tatsächlich gerade eine kleine Testfläche angelegt. Ansehen, geht. Geht. Ne? Zum Sehen der Steine sammeln musst du da erst grubern oder pflügen. Ach so! Das heißt, die oberflächlichen Steine, die jetzt hier sind, nach der Ernte, sind von einem vorigen Feldarbeitsvorgang und können jetzt nicht aufgenommen werden. Scheiße ist das. Das heißt, wir können uns jetzt entscheiden. Warte mal, aber nach Zuckerrüben muss ich sowieso pflügen. Richtig oder richtig? Das heißt, ich könnte doch jetzt einfach über die Steine drüber rasseln hier und könnte dann nach den Zuckerrüben, wenn ich sowieso pflügen muss, könnte ich doch einfach dann die doppelte Ding nehmen, ne? Ja, dann machen wir es so. Dann haue ich die Sämaschine jetzt an. Ja. Also muss ich jetzt den Pflug holen, was kein Problem wäre. Muss warten, bis gepflügt ist. Und dann kann ich ansehen. Und dann muss ich aber nach den Zuckerrüben nochmal pflügen. So, das heißt, wir pfeifen jetzt auf die Steine, die wir jetzt hier drauf haben. Machen jetzt bitte direkt da drüber. Und machen dann, wenn die Zuckerrüben geerntet wurden, irgendwann mal, dann pflügen wir einmal drüber und dann können wir die Steine vom Feld holen. Gut, wieder was gelernt. Danke, Dagi. Moin, jetzt. Danke dir für deinen Resub im dritten Monat. Vielen, vielen Dank für deinen Prime Sabarino. Dankeschön. Ich hoffe, dass der Kalk jetzt reicht, ne? Ich weiß nicht, wie viel die Fuhre das jetzt ist, aber wir haben schon ein paar gemacht. NSC und Erntetechnik geht halt jetzt schneller kaputt. Ja, das stimmt. Das weiß ich. Das hat einen höheren Verschleiß. Aber den Tod sterbe ich jetzt einfach. Das ist jetzt einfach so. Da ist mir lieber, dass wir jetzt ein bisschen vorankommen mit dem Ansehen. Aber ich habe gedacht, wenn die sichtbar sind, geht das immer. Das war eine Fehlinformation, die ich da hatte. Gut, das läuft schon mal. Bin ich positiv. So, das hat natürlich nicht funktioniert, weil... Weil... Wie viele Stunden hast du schon auf der Marsch? Nicht viele, tatsächlich. Nicht so viele. Also keine 3000, ne? Das ist es nicht. Die Sichtmaschine hat einen Reparaturintervall. Also schnell. Ja, aber es ist schon richtig, was Dage geschrieben hat, ne? Du musst schon die Steine wegmachen, sonst werden die Maschinen schneller kaputt. Das ist. Hier auch Mist leer, sag mal, du bist aber auch ein Flotter, du, ey. Was? Was und warum und überhaupt? Warum? Was tust du da? Kühlebehälter Kühe. Du willst von der Seite ranfahren? Ist das dein Ernst? Naja. Fahr doch von der Seite ran. Was hältst du denn davon, mein Freund? Findest du gut? Ich auch. Beinchen heben. Ja, sah fast so aus, ne? Läuft das mit dem Befüllen? Ja, das läuft. Okay. Dann, wo ist die nächste Baustelle? Sorgemüse verkaufen. Quatsch. Dingens. Wie heißt denn jetzt? Vermehrungsgras verkaufen. Den wollte ich haben. So, wo geht das Vermehrungsgras am besten weg? Wie, wo, was, wie viel und so weiter. Vermehrungsgras war wo? Hafen. Ah, das ist natürlich herrlich, ne? Am Hafen ist natürlich jetzt ein Checkpot. Abholen. Verkauf. Hafen. Vermehrungsgras. Das ist jetzt... Also, man kann auch mal Glück haben, ne?
Nur, dass ich drüber nachgedacht habe, ne? Haben wir hier noch Vermehrungsgas drin? Sonst könnte ich das mal ganz fix rüberwerfen in die Saatgutherstellung. Blätter mal um. Nee, haben wir nicht mehr da. Aber wir können eine Sache vielleicht noch machen. Und zwar, was wäre denn, wenn wir mal gucken, was wir in der Saatgutproduktion benötigen. Und da dann vielleicht noch was reinwerfen. So, was haben wir denn da? Möglich wäre Dinkel, Roggen, Tritikale. Oh, das wird doch, ich glaube, ich habe Roggen gesehen. Dinkel, Roggen, Tritikale. Alter, wir haben 300.000 Liter Roggen. Wo haben wir denn den her? Das ist viel. Fünf Millionen Liter Hackschnitzel lese ich hier. Weil dann können wir nämlich auch den Plan hier fortsetzen. Beim Sonderangebot sehr gut auf der Straße gefunden. Lass uns mal gucken, ob wir für die dritte Stufe auch noch was hätten. Nur theoretisch. Weil, wenn es läuft, dann läuft's, ne? So, was hat denn die dritte Produktionsrunde? Was hat die denn? Körnermais, Sorghumhirse, Hopfen. Körnermais, Sorghumhirse, Hopfen. Mais haben wir 11.000 Liter, aber den will ich für die Schweine behalten. Den will ich für die Schweine behalten. Sorghumhirse haben wir nix und Hopfen haben wir sowieso nix, weil wo soll ich Hopfen herhaben? Habe ich nie geerntet, habe ich nie, ne? Von dem her, dritter Produktionsstrang, nee. Kann ich nicht mit dienen aktuell. Dann schalten wir den besser ab. Dann wird er mir zumindest nicht angezeigt. Ja, mir geht es aber besser, wenn ich immer so ein bisschen was habe. Wisst ihr, was ich meine an Körnermais? Miesleve, ich habe was da. Schalte ich halt einen Produktionsstrang aus. Das ist jetzt auch schon egal. Wo ist er hin? Müssten nochmal die Definition von dem Feld besprechen, mein Freund. Wie? Achso, warte mal, hatten wir nicht die 8, was wir hier Unkraut wegmachen müssen? Ach, da ist Flüssigdünger drin. Mann, ey. Das ist auch nicht normal. Das Gift, okay, das brauchen wir. Nein! Herr Peter, grüß dich, hallo. Mach gar nichts kaputt hier. Wollte nur ein bisschen Gift mitnehmen. Da muss auch repariert und getankt werden. Der gute Klaas. Weißt du, was uns eigentlich noch fehlt? Chat. Eigentlich fehlt uns so ein mittlerer Klaas. Also wir haben den Arion. Ist das ein Arion, ne? So. Wir haben den Arion, wir haben den Xerion. Eigentlich fehlt uns in der Mitte da was, ne? Was ist denn so ein großes? Was ist der Axion? Der Axion ist doch... Oh, nee. Ich... So ein Axion... Ist er... Habe ich nicht sogar einen? Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz... Oh, warte mal, falsch, Werner. Bin der Meinung, ich hatte doch mal einen. Oder war ich da falsch? Waltra... Okay. Ich habe keinen großen Klaas. Hier, der Axion, das wär's doch, oder? Gibt's den noch größer?
Oh. Ja. Ah ja. Haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Können wir, naja, also. Rein theoretisch wäre das schon mal. Warum nicht? Oh, ich glaube, der Kalkstreuer ist fertig. Ich mache 3 Kreuze im Kalender, wenn der Kalkstreuer fertig ist. Goldene 8R? Nein, 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 nein. Die Zeit vom Goldenen. Ich glaube auch, und da muss ich euch jetzt leider mal wie soll ich sagen? Ich will euch nicht sagen. Ich will nicht sagen, ich muss euch eine schlechte Nachricht geben, aber ich glaube, dass die Zeit von kunterbunten Fahrzeugen vorbei ist. Glaube ich. Also jetzt mal vielleicht irgendwas Schwarzes nehmen und das ist ja, ne? Aber ich glaube, dass diese Gold und, also ich glaube nicht, dass ich mir nochmal irgendwas quietschbuntes, tatsächlich Gold übrigens dazu, kaufen würde. Das glaube ich, dass die Zeit ist vorbei. Okay, danke dir für 23 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wisst ihr, was ich meine, oder? Also, das ist, glaube ich, Geschichte. Stop it. Kein Traktor im Pink, ich bin ersetzt. Nein. So, was ist fertig? Der Kalkstreuer ist fertig. Ich kann das alles hier nicht mehr. Das ist ja herrlich. Okay. Der hier kommt auch zurück zum Hof. Das ist schon mal gut. Es dauert leider lange, aber es wird. Oh, Vermehrungsgras. Das wird gleich, ja. Lohnt es sich schon, den Schwader nach oben zu schicken zum großen Feld? Ich glaube ja nicht, ne? Glaub ja nicht, dass ich das schon, naja. Der fährt halt nonstop, der Schwader, ne? Das wird halt schon. Okay, wir haben jetzt 3 Fahrzeuge hier, das ist schon mal gut. Oh, der ist so nah am Wasser, ne? Das mag ich nicht. Aber man hat auch immer gesagt, Vorgewende soll man selber machen und nicht AD machen lassen, ne? Oder CP machen lassen. Dem bin ich da ein bisschen selber schuld dran auch. Aber vielleicht hat sich CP ja verbessert, ne? Will ja Tensuku das nicht absprechen. Ich habe Tensuku schon ewig nicht mehr gelesen, fällt mir gerade auf. Jetzt können wir mal in die Multiproduktion abholen und das in den Kuhstall Nummer 1. Habe ich nichts für, doch, Mineralfutter. Und da machen wir ein bisschen Mineralfutter rein, weil das brauchen wir, das ehrlich. Ohne dem geht nichts. Warte, ein Kuhstall Heu. Ja, geht aktuell. Also ich habe keine Anzeige hier oben. Mineralfutter, das lasse ich jetzt gerade machen. Multiproduktion Steine, das kommt mit dem Steinesammler. Sollte repariert werden. Hm. Bin bis zur Montagsfolge ausgekommen ohne Superstärke, ne? Bis zur Montagsfolge. Muss zurückgesetzt werden. Ja. LKW wieder sauber. Herrlich. Alter Falter, ne?
Nee, den Ballen geht's gut. Da, ich weiß doch nicht, warum hier schon wieder Traum drin steht, aber ich glaube, das ist leider so. Ich glaube, wenn er keinen Auflieger dran hat, gehen immer Trauben ran. Ich weiß nicht warum. Wenn der Auflieger dran ist, ändert das teilweise. Oder wird es geändert, aber wenn kein Trailer dranhängt, sind es immer Trauben. Alter, was hast du denn für ein Bier getrunken? Wir brauchen noch ein bisschen Heu. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.